Hallo, meine Lieben. Ach, ich bin ein bisschen, ja, ist egal. So, ich habe einen neuen Haul für euch. Ich war mit meinem Mann. Das hier ist das neue Pulli von gestern, was ich euch gezeigt habe vom Kek. Ich war mit meinem Mann im Action gewesen. So, da habe ich schon ein paar Teile gebraucht. Und dann war ich gerade noch im Lidl, im Aldi. Wir waren tanken. Genau. Und das war. Und wir waren im Center Shop. Genau. Moment. Also. Im Center Shop, da haben wir nur zwei Teile geholt. Da haben wir einen 10 Liter Eimer weiße Farbe geholt. Ein ganzer Eimer, 10 Liter weiße Farbe. Und wir haben einmal diese schwarze Farbe geholt zum Mischen. Da möchte ich gerne so ein, ja, so ein Grauton, so einen mittleren Grauton, so möchte ich gerne mischen für mein YouTube Schminkzimmer, Diamond Painting Zimmer. Da bin ich gerade am Umgestalten, Umräumen und das wollen wir nämlich machen. Genau, das war Center Shop gewesen, also da die Farbe und der 10 Liter Eimer Farbe. Genau. Im Aldi, da habe ich einmal diesen Emmentaler Käse geholt und einmal Thunfisch in Sonnenblumenöl geholt, weil wir möchten nämlich gerne morgen Mittag italienischen Salat machen. So. Im Lidl habe ich einmal diese Paprikachips geholt. Und dann habe ich da einmal diese Keksrollen hier geholt. Die esse ich sehr gerne mit Kaffee. Dann einmal Nektarinen. Die esse ich sehr, sehr gerne. Tue schnell in den Kühlschrank. Dann sind die schön kalt und dann sind die so schön fest. Boah, liebe ich Nektarinen. War in einem Angebot für 1,99. Dann habe ich geholt Schweinehackfleisch. Weil ich und mein Mann tun gleich zusammen kochen, weil mein Mann hat mich heute überrascht. Zeige ich euch auch gleich. Und wir möchten gerne ja, Spaghetti Bolognese frisch, ganz frisch kochen. Da brauchen wir Hackfleisch. Da habe ich das gekauft. Und dann brauchen wir Tomaten, tun wir da rein. Tun wir alles schön kochen. Und dann mit Rotwein und leckere Gewürze und so. Genau. Das kochen wir gleich. Dann habe ich noch eine Cola gekauft. Und eine Gurke für den italienischen Salat morgen. So, dann im Action haben wir einmal diese Jumjumnudeln hier geholt in vegetarisch. Die sind sehr, sehr lecker. So, dann haben wir gekauft eine neue, hier so ein, ja, so ein Griff hier und eine neue Rolle, weil wir ja mein Zimmer streichen. Damit fangen wir jetzt gleich noch an. So. Dann habe ich mir zum zweiten Mal, beim ersten Mal habe ich die euch, glaube ich, gar nicht gezeigt gehabt im Haul, habe ich mir einmal diese Detox-Maske hier geholt im Action. Die ist sehr, sehr gut. Die tue ich in den Kühlschrank und dann klatsche ich mir die drauf und dann ist die gut, die ist mit Arganöl. Dann habe ich für mein YouTube-Zimmer, habe ich mir diese Unterlage hier geholt und ja, Tiger gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist für meinen Schreibtisch. Schreibtisch, Schminktisch in dem Sinne, ja, genau. Da kommt dann da drauf. Genau. Dann habe ich mir einmal diesen Make-up-Organizer gekauft. Den hier mit, ja, so Diamant. Genau. Die habe ich mir nochmal gekauft. Weil die sind im Action so günstig und die brauche ich. Und hier hinten in den großen Fach, da kommen meine Haarbürsten rein. Und hier in den kleinen Fach kann man dann schön kleine Sachen reinstellen. Genau. Und dann habe ich mir dieses kleine Körbchen hier gekauft. Und da tue ich nachher meine ganzen Diamond Painting Sachen, die noch zusammengerollt sind.
Alter, ich mal gerade mal zeigen, warte. Die hole ich aus diesen Kartons raus und dann lasse ich die in dieser Tüte da drin mit all den Sachen und stelle die einfach nur hier so rein und dann kommt die nämlich in mein Schmink-YouTube-Diming-Zimmer. Da habe ich ja ein Fenster und da habe ich einen schönen Fensterbank. Und da möchte ich mir die dann reinstellen und da tue ich dann meine ganzen Diming-Painting-Sachen aufbewahren, stelle ich da hin. Genauso wie habe ich mir auch das hier auch im Action gekauft, da habe ich das alles reingetan. Hier habe ich, wie gesagt, meine ganzen Diming-Painting-Stifte und Pinzetten alles drin und auch diese Klebeteile hier. Also da bewahre ich, wie gesagt, alles auf, das stelle ich auch da rein nachher. Und dann hat man alles zusammen und auch meine Aufbewahrung mit den Köfferchen hier oder diesen Koffer hier. Das stelle ich nachher alles da rein. Und ich kann auch mein Stativ aufgebaut lassen, wenn ich Videos drehe in meinem Zimmer. Und jetzt habe ich auch, wie gesagt, die ganze auch Beleuchtung gekauft, die ich noch dann installieren muss. Und ja, genau. Das zu dem Körbchen dann. Kommt dann da rein. So, das war's, das gewesen, was wir gekauft haben. Jetzt zeige ich euch das, womit mein Mann mich überrascht hat. Da habe ich mich von Herzen so doll gefreut. Und zwar hat mein Mann, der macht sowas öfters mal und überrascht mich einfach. Der hat mir diese wunderschönen Blumen geschenkt. Sehen die nicht schön? Wunderschöne Blumen geschenkt. Die gefallen mir so, so gut. Muss noch in die Vase stellen gleich. Und dann kriegen die hier in Ehrenplatz. Und die riechen so gut. Toll. Habe ich mich mega drüber gefreut. Und da war auch hier so ein Beutelchen dabei, damit die Blumen länger halten. Und dann hat mein Mann mir eine schöne Karte mit dabei getan. Schön, dass es dich gibt. Und dann hat er die Botschaft da reinschreiben lassen, deine Worte. Seitdem ich dich kenne, fühlt sich das... Moment. Seitdem ich dich kenne, fühlt sich das Leben ganz anders an. Einfach viel besser. Ich liebe dich. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, über diese ganz kleinen Botschaften. Und das hier ist aus Holz. Schön, dass es dich gibt. Das stelle ich in mein Schminkzimmer. Genau. Riecht auch voll gut. Dann hat er mir diese Lindt-Pralinen geschenkt. Die sind mit Alkohol, aber nur 3 Sorten. Und dann hat er mir diese geschenkt von Lindt. Die schmecken auch sehr, sehr lecker. Die hat er mir geschenkt. Und dann hat er mir geschenkt von Je Mums. So eine kleine Flasche hier. Die stelle ich mal kalt und dann probiere ich die. Und er hat mir diesen leckeren Sekt hier noch geschenkt. Ja, das hat er mir alles geschenkt. Und als Dankeschön, dass mein Mann dort bestellt hat, haben wir 9 Flaschen Wein geschenkt bekommen. Aus Spanien direkt kommen die. Und ist, glaube ich, Rotwein und Weißwein. Genau, und da haben wir einmal diese Sorte. Ich weiß nicht, ob ich in meiner Community irgendwelche Weinliebhaber dazwischen habe, die sich dann damit auch vielleicht auskennen. Genau. So, das war einmal diese. Genau, die Flasche, die haben wir 3-mal, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann haben wir einmal diese Flasche. Und die haben wir auch 3-mal. Und diese Sorte hier haben wir auch 3-mal. Also insgesamt 9 Stück von jedem 3. Genau. Und wie gesagt, ich habe mich mega drüber gefreut. Wir wollen nachher mal eine Flasche Wein öffnen. Und das war noch nicht ganz alles gewesen. Wir haben noch 6 schöne Weingläser geschenkt bekommen.
Die habe ich schon gespült. Und davon haben wir 6 Stück geschenkt bekommen. Und das ist, glaube ich, Weißglas, meine ich. Oder Brillant, ich weiß gar nicht. Genau, hat mein Mann mir gesagt. Da steht drauf, ist die Marke Schott Zwiesel. Zwiesel. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht so hier einblenden. Könnt ihr es so sehen? Ja, genau. Und davon haben wir 6 Stück geschenkt bekommen. Davon benutzen wir nachher 2 Stück und trinkt man schön Wein bei dem Essen. Und ja, habe ich mich mega drüber gefreut, hat mein Mann mich überrascht. Und das macht er öfters mal. Und ja, aber ich sage vor allen Dingen die Blumen hier, die gefallen mir so gut. Das sind so schöne Blumen. Oh, und die riechen einfach göttlich. Die riechen einfach gut. Die muss ich euch noch in die Vase stellen. So, wie gesagt, ich räume jetzt erstmal alles hier weg und dann fange ich unten an, mein Zimmer zu streichen mit meinem Mann. Und dann gehen wir duschen und dann tun wir zusammen Essen kochen und gucken dann den neuen Film Fast and the Furious 9. Genau. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere schreibe ich euch in die Infobox und dann würde ich einfach sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.